Andrzej Gruber, er musste ja nochmal spielen. 6 Einsätze in der normalen Bundesliga-Runde sind Voraussetzung dafür, dass ein Spieler auch in den Playoffs mitmischen kann. Der Pole, den wir hinten links sehen, er hat ja bislang erst 5 Einsätze auf dem Konto. Mit Korbel hatte Gruber beim letzten Bundesliga-Match den 6:3 gegen Würzburg gut zusammengespielt. 2:1 Sieg gegen Böhm Florea. Nichts gegen die Würzburger, aber Marvenge Masonov hier im Vordergrund. Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Die aktuelle Bilanz dieser beiden 10:5 Siege. Hier übrigens Co-Trainer Martin Ostermann. Ganz gespannt guckt er auf seine Ochsenhauser Jungs. Vor allem Masonov ein Spezialist auf dem Doppelgebiet. Zweimal war er schon mit Bruder André Vize-Weltmeister. Man muss sagen, es war ein richtig gutes Doppel mit vielen sehenswerten Ballwechseln. Im ersten Satz, da lagen Masonov zunächst knapp in Führung. Und dann schafften Gruber und Korbel den Gleichstand. In der entscheidenden Phase allerdings wieder Vorteile für die beiden aus Ochsenhausen. Dieses Duo harmoniert nicht nur sportlich, Masonov, sie verstehen sich auch außerhalb des Tisches sehr, sehr gut. Satzbälle jetzt. Für die Herrschaften in Rot, für Marvenge Masonov, Aufschlag Korbel. Und das, was wir gerade gesehen haben, diese druckvolle Vorhand von Marvenge, die entscheidet diesen ersten Satz. 21:16, also für die Kombination aus Ochsenhausen. Andrzej Gruber schaltete um, es sprach nun der Trainer Gruber und das half. Denn die beiden aus Grenzau, sie holten sich den zweiten Satz mit 22:20. Und wir gehen rein in den dritten und entscheidenden Durchgang. Aufschlag Korbel. Und ein relativ leichter Fehler von Dimitri Masonov. Aber noch 2 Punkte die Führung für das Duo aus Ochsenhausen, das zweifellos zu den stärksten Bundesliga-Doppeln zu zählen ist. Kein einziger Linkshänder, ja. Unter den 4 Herrschaften am Tisch ungewöhnlich eigentlich. Die Vereine versuchen immer, einen Linkshänder mit einem Rechtshänder ein Doppel spielen zu lassen. Aber das macht nichts aus. Auch die beiden Rechtshänder aus Ochsenhausen machen dieses Manko wett. Und sie gewinnen diesen dritten Durchgang. Verdient, das muss man sagen, mit 21:17. Damit der erste Punkt für die Gäste aus Ochsenhausen unter Dach und Fach. Hier schauen wir uns nochmal den letzten Ballwechsel an. Gruber macht den Fehler, aber er hat beileibe keine schlechte Leistung gezeigt. Am Nebentisch lief es umgekehrt. Chen Brushtick mit einem hart umkämpften 2:1 Erfolg gegen Håkansson Smirnov. Besonders bemerkenswert der Marathon im ersten Satz.